und herzlich willkommen bei Kochen mit Anixe. Ich freue mich riesig, Sie bei unserer Premiere von Kochen mit Anixe begrüßen zu dürfen. Und wie Sie sehen, bin ich nicht alleine. Ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt. Und zwar unser TV-Koch Jörg Gumann wird mir jetzt bei Gumanns Schnelle Küche erklären, wie man lecker und effizient kocht. Und das binnen 20 Minuten. Also dranbleiben lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen, Herr Gumann. Hallo, Frau Göttemann. Vielen Dank für die Einladung. Und natürlich fühle ich mich sehr geehrt, heute bei der Premierensendung von Kochen mit Anixe mit dabei zu sein. Super. Womit legen wir denn jetzt eigentlich direkt los? Ich würde sagen, ich bräuchte zuerst mal die Flasche Wein, bitte. Okay, direkt den Wein. Ja. Brauchen Sie das jetzt direkt zum Wunderbar. Kochen? Wunderbar, den brauche ich natürlich auch zum Kochen. Allerdings schauen Sie mal auf dieses Schild. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um aufs Du anzustoßen. Dann wird es beim Kochen zusammen in der Küche wesentlich einfacher als mit dem Sie. Wenn Sie mir gerade mal die Gläser Gerne. Reichen würden. Gerne, dann mache ich Wunderbar. Doch glatt mit. Wir machen sie auch nicht so voll. Gibt es denn zu dem Wein schon was zu sagen? Ja, das ist ein Weißburgunder Chardonnay Cuvée aus der Pfalz vom Weingut Moosbacher. Aber Näheres erzähle ich dann nachher beim Essen dazu. Dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So. So, ich freue mich. Ja. Zum Wohl, Tanja. Schmeckt doch ohne Essen. Sehr gut. Darf ich das gerade mal rüberreichen? Jawohl, natürlich. Danke. So, und womit legen wir jetzt los? Was ich heute mitgebracht habe. Heute ist grüner und weißer Spargel angesagt. Wir sind jetzt mitten in der Spargelsaison. Und wir werden heute machen einen Salat von rohem, gebratenem, weißen und grünen Spargel mit Rosmarin und Thymian. Das klingt sehr lecker und passt auch wirklich zu der Jahreszeit. Frisch und frühlingshaft. Super, ich freue mich. Gut. Ja, dann fange ich einfach mal an. Genau. Was wir heute anders machen beim Spargel ist, wir werden ihn hobeln, und zwar der Länge nach. Damit bekommen wir auch eine größere Oberfläche und das wirkt sich beim Braten auch positiv aus und sieht natürlich auch noch schön aus auf dem Teller. Ja. Ja. Also hobeln. Ja, also das ist ein Küchenhobel oder man sagt auch Mandoline dazu. Kann man sich aussuchen. Auf jeden Fall immer aufpassen. Sehr gefährlich. Die Dinger sind wirklich scharf. Ich habe mir damit auch schon selbst mal den Finger abgesäbelt, aber das ist schon lange her, zum Glück. Oh. So, und dann sind die schon etwas zu dünn, das ist dann der Vorführeffekt. Also versuchen ein etwas dickerer Spargel, also wenigstens zweier dicke Spargel verwenden. Dann geht es etwas einfacher. Gut, und wenn man so eine Mandoline, hast du gerade eben gesagt, heißt das, nicht hat, was kann man dann verwenden? Man könnte einen Sparschäler für einen Küchensparschäler nehmen und könnte das Ganze dann wie Spaghetti runterschälen. Oder natürlich mit dem Messer. Wenn jemand gut mit Küchenmessern umgehen kann und die dementsprechend scharf sind, ist es natürlich überhaupt kein Problem, das dann auch so zu machen. Aber so ein Küchenhobel bietet sich wirklich an dazu. Okay, also wir machen jetzt lauter so ganz, ganz kleine, dünne Scheiben genau, daraus. Genau. Und jetzt kommt auch noch der grüne Spargel. Jetzt kommt der grüne Spargel, exakt. Das ist natürlich für die Farbe und natürlich auch für den Geschmack. Der grüne Spargel eignet sich zum Braten hervorragend. Also ich muss ja jetzt zugeben, mit meiner Nichtkenntnis beim Kochen, grüner Spargel. Ich war irgendwie ein bisschen naiv und habe gar nicht so ganz genau gewusst, dass es auch grünen Spargel gibt, gebe ich zu. Da werden wahrscheinlich einige sich jetzt wundern, aber ist so. Wie kommt denn das, dass der eine Spargel weiß und der andere grün ist? Ja, eigentlich ist es der eine und selbe Spargel. Der weiße Spargel wird gestochen, solange er noch in der Erdmulde ist und noch kein Sonnenlicht gesehen hat. Deswegen kann er noch kein Chlorophyll bilden. Und so schaut der Spargel aus, wenn er dann das Tageslicht entdeckt hat und über der Erde wächst. Das müssen Sie mal genau in die Kamera halten zu unseren Zuschauern. Das ist eigentlich wirklich total interessant, ne? Es ist verrückt, dass es also wirklich nur daran liegt. Also nur daran, dass er quasi das Licht sieht, dann verändert er die Farbe. Genau. Und deswegen ist auch der weiße Spargel teurer als der grüne Spargel. Denn der grüne ist natürlich wesentlich einfacher zu ernten. Er ist sichtbar in dem Moment, wo er zum Ernten an der Oberfläche ist. Und den weißen muss man fast erahnen. Ich war mal morgens mit auf einem Spargelfeld und dann hat man wirklich so kleine Aufwürfe in dieser Spargelmulde und muss das wirklich schätzen, wo der Spargel jetzt direkt angewachsen ist und muss es also mit so einem Metallstab ganz tief abstechen. Es ist sehr aufwendige Arbeit, deswegen der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber deshalb ist, wie gesagt, auch der grüne etwas günstiger. Und wird übrigens außer in Deutschland auf der ganzen Welt eigentlich viel mehr verzehrt als der weiße Spargel. Das ist echt interessant, aber da sehen Sie mal wieder. Ich, Naivling, habe das wieder nicht gewusst. Ich gucke Ihnen jetzt mal einen ganz kurzen Moment zu. So. Ah, da haben wir jetzt schon ein paar Scheiben. Da haben wir jetzt schon ein paar Scheiben. Ja. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass der frisch ist? Frischer Spargel. Da habe ich extra mal noch ungeschälten mitgebracht. Ich zeige dir das mal. Und man hört es schon, wenn ich ihn in die Hand Direkt, nehme. Ja. Es gibt diesen Quietschtest. Und das zeichnet eigentlich einen frischen Spargel aus, wenn man diese Spargelstangen aneinander reibt. Ich hoffe, man hört es.
Du kannst sicherlich hören. Ich höre das Gequietsche, genau. Daran erkennt man, dass der Spargel frisch ist. Mhm. Wenn man natürlich, so wie wir das heute schon 10-mal geübt hat, dann wird selbst der frischeste Spargel nicht mehr zum Quietschen kommen. Das ist das eine. Und zum Zweiten natürlich die Anschnittstelle. Das ist wie bei frischen Blumen. Die darf in keinster Weise ausgetrocknet sein oder Risse haben. Und weiterhin kann man die auch etwas zusammenpetzen. Das hat richtig gespritzt, haben Sie das gesehen? Der Saft, ja, der Pflanzensaft noch raus, und das ist eigentlich das nächste Qualitätsmerkmal. Und wo haben Sie den Spargel, oder Entschuldigung, du, wo hast du den Spargel jetzt her? Der Spargel kommt aus der Pfalz, vom Spargelhof Zein. Da kaufe ich immer meine frischen Spargel. Das Schöne ist, die werden jeden Morgen um 5 Uhr gestochen, und wenn man morgens um 8 Uhr in den Laden kommt, dann hat man schon die ganze Auswahl an wirklich höchster und frischester Qualität. Und dann kann man gar nichts falsch machen. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit sollte man sich einen Hofladen in der Region suchen, wo man denn gerade lebt. Wundersamerweise wird immer noch sehr viel Spargel aus dem Ausland importiert. Das ist eigentlich überflüssig, weil die höchste Qualität wächst bei uns in Deutschland. Und deswegen sollte man darauf Wert legen. Ja, ein Spargelhof sein, muss ich sagen, hat mich da noch niemals enttäuscht. Natürlich gibt es auch in Mannheim gute Spargel, also unabhängig davon. Ja, was viele Zuschauer vielleicht gar nicht wissen, Anixe sitzt in Mannheim, das heißt, die Nähe zur Pfalz ist gegeben und die Nähe zum Odenwald. Wir haben also quasi hier das Mekka an frischen Produkten außenrum. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie mal in der Nähe sind oder wenn Sie überhaupt aus der Nähe kommen, gehen Sie doch einfach mal beim Spargelhof Zein vorbei, es lohnt sich. Oder zu einem Hofladen Ihrer Wahl. Ich würde sagen, wir lassen Sie jetzt mal ein bisschen arbeiten. Oder wir lassen dich. Also ich habe wirklich Probleme, Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich meine Autorität, ja, aber das bin ich gewohnt. Genau, wir lassen den Jörg jetzt mal ein bisschen arbeiten und dann gucken wir mal, wie es gleich weitergeht. Sehr schön. Wir haben jetzt lauter Spargelscheiben, also es ist jetzt alles angerichtet worden. Ja. Was es mit den Köpfchen auf sich hat, das... Die brate ich nachher mit und die nehme ich als Dekoration für den Teller. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, als nächstes müssen wir die Orangenfilets vorbereiten. Und dazu habe ich euch natürlich Orangen mitgebracht. Orangenfilets? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Mit der Frage habe ich schon gerechnet. Naja, da meine Oma jetzt nicht überall dabei ist, und die hat mir früher immer diese weiße Haut an den Orangen weggeschält und aller Ruhe, weil sie genug Zeit hatte, müssen wir das ja jetzt etwas beschleunigen. Und dazu kann man einfach mit dem Messer einmal um die Orange rundherum schneiden. Das sieht echt total schön aus, aber ich habe die Orange noch nie so geschält. Ja, für den Hausgebrauch wird es weniger so gemacht, aber eigentlich hat man nicht mehr Schälverlust als auf eine andere Art und Weise. Und es macht einfach mehr Spaß, die Orangen zu essen. Und du wirst auch gleich sehen, weshalb. Okay. Dann braucht man also eine kleine Schüssel und werden wir nun in den einzelnen Segmenten einfach immer bis zur Mitte schneiden. Und du siehst, ich hoffe, die Kamera sieht es auch. Ja. Das ist richtig schön. Dass du immer links und rechts von dieser Zwischenhaut, von den Segmenten, einen Schnitt setzt. Genau. Und dann kommt so eine kleine, wunderschöne, und dann kommt lecker eine wunderschöne Orangen, ein wunderschönes Orangenfilet raus. Und die ganzen Bitterstoffe, die halt in diesen Außenhäuten, diesen weißen Häuten sind, bleiben natürlich dann auch weg. Beim Kochen stören die mehr. Also das ist wirklich ein guter Tipp, weil genau deswegen esse ich so ungern Orangen, obwohl ich Orangensaft mag und alles. Aber mich stören nämlich auch diese weißen Häute, dann pult man da die ganze Zeit dran. Das ist also wirklich auch eine Möglichkeit, nicht nur, wenn man Orangenfilets haben möchte, sondern das kann man auch dann so essen. Oder auch für einen Orangensalat oder für eine Bowle. Überall an diesen Gerichten möchte man ja nicht diese weißen Häute mit dabei haben. Und da bietet es sich dann an, die Orangen so zu filetieren. Okay, aber bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das nachmachen, schneiden Sie nicht zu tief. Ich habe nur vorhin gesehen, der Jörg hat seine Messer vorher noch gewetzt, so richtig scharf. Man kann sich nämlich damit schon verletzen, ne? Deswegen aufpassen. Ja, wie immer in der Küche, das Verletzungsrisiko ist da. Aber auch beim Fensterputzen kann man sich verletzen. Ruckzuck, Wahnsinn. Jetzt wird es noch ausgewrungen wie so ein Schwamm. Ja, ich möchte ja nichts verkommen lassen von dieser Orangen, deswegen mache ich es wie Raimund Harmsdorf mit der Kartoffel. Ich presse einfach den restlichen Orangensaft noch mit aus und es ist ja auch hygienisch, ich habe ja Handschuhe an. Also ja. Da muss man jetzt keine Scheu haben davor. Und das wird jetzt zack, auch gleich besorgt. Okay, also die Orangenfilets sind auch fertig. Und Sie haben gesehen, mit richtig frischem, selbst ausgewrungenen Orangensaft. Ja, und jetzt brauche ich bitte eine Pfanne. Weil wir wollen ja weiter kochen, okay, liebe Tanja. Okay, die Pfanne ist wo? Schau mal in die linke Schublade oben über dem Herd. Okay. Aha. Die weiße hätte ich gerne. Jawohl. Das ist wunderbar. Das ist schon die richtige. Wohin? Bitte auf das erste Feld. Ich muss mir kurz die Hände abtrocknen.
Gut, jetzt bin ich gespannt. Ich bin genauso gespannt, liebe Zuschauer. Es ist nämlich mein erster Tag hier in diesem Küchenstudio und es ist ein Induktionsfeld, aber alle Induktionsfelder arbeiten etwas unterschiedlich. Deswegen bitte haben Sie etwas Rücksicht bzw. Nachsicht, falls es nicht gleich auf Anhieb so super gut klappt. So, da geben wir jetzt erstmal Power drauf. Dazu brauchen wir etwas Butter. Tanja, würdest du mir vielleicht die Butter da reingeben? 2 Kaffeelöffel voll davon? Jawohl. Wären wunderbar. Okay, so ungefähr? Ja, genau, jawohl. Richtig, ja. Okay, 2 Stück. Sehr schön. Darf ich da drauf klopfen? Ja, du darfst da drauf klopfen. Okay. So, ich hole schon mal das Rapsöl. So. Wir brauchen also einmal die Butter auch für den Geschmack. Auch das gibt ein etwas nussiges Aroma nachher beim Braten und geben gleichzeitig etwas Rapsöl dazu. Jawohl. Tolle Farbe, oder? Gleichzeitig Butter und Rapsöl. Also das eine wirklich nur für den Geschmack, die Butter. Die Butter ist für den Geschmack. Wir werden nicht bei sehr hohen Temperaturen braten. Deswegen, das hält die Butter auf jeden Fall aus. Und Rapsöl ist für mich eine schöne Alternative zum Olivenöl. Es ist noch geschmacksneutraler. Es kommt aus der Region. Raps wird in Deutschland angebaut. Ich möchte damit das Olivenöl überhaupt nicht schmälern. Aber vom Nährwert her ist ein biologisches Rapsöl, so wie dieses hier, also ein Rapskernöl, definitiv mindestens gleichwertig zu einem Olivenöl anzusehen, was also eine erste Pressung hat. Ja. Ist auch interessant, wusste ich zum Beispiel nicht, weil man denkt ja wirklich immer, Olivenöl ist das Nonplusultra, also gutes Rapsöl tut's auch. Oh, hier blubbert's schon. Das tut's nicht nur, sondern es ist in meinen Augen sogar die Steigerung dazu. So, und jetzt lassen wir hier die Butter schmelzen. Jawohl. Und dann sieht man auch schon, das schäumt schon auf, das ist ein gutes Zeichen. Gut. Jetzt geben wir noch etwas mehr Power. Also, Premiere heute für mich an diesem Herd. Achtung, jetzt sind wir und jetzt legen wir die einfach rein, die ganzen Scheiben. Das ist zum Beispiel auch noch sowas. Jetzt kommt wieder eine Frage à la Tanja. Man kocht den jetzt vorher gar nicht. Man brät jetzt also eigentlich direkt. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Das ist also nicht immer so, dass man es kochen muss. Man kann es, auch wenn es weißer Spargel ist, einfach nur braten, ja? Beides ist möglich, wie bei Kartoffeln. Es gibt ja auch Leute, die machen die Bratkartoffeln aus roten Kartoffeln. Und genauso kann man es hier sehen. Das Schöne ist, der Spargel hat ja sehr viel Vitamin C und auch sehr viele Mineralstoffe. Und die bleiben natürlich darin wesentlich besser erhalten wie in dem Spargelfond, in dem man Spargel normalerweise kocht. Da wird der Spargel schon sehr ausgelaugt. Ja. Also er verliert relativ viel. Und gerade in dem Brateffekt, diese Röstaromen, also die Kombination von der Butter und auch das Braten des Spargels, gibt ein ganz neues Geschmackserlebnis. Und deswegen kann man dann auch mit etwas Süße dagegen arbeiten. Das wirst du ja gleich noch erleben. Schade, dass die Zuschauer es nicht mitschmecken können. Ich sag Ihnen dann, wie es geschmeckt hat. Und unser Team auch, das darf das nachher nämlich probieren. So, Salz und Pfeffer. Jawohl. Dann nehme ich hier Fleur de Sel. Das ist für mich immer wesentlich angenehmer als klassisches Salz. Das ist etwas nicht so salzig im Geschmack, es ist schwer zu erklären, aber Fleur de Sel, muss ich sagen, ist einer meiner ständigen Begleiter geworden in der Küche. Okay. Und jetzt vielleicht die Pfeffermühle, Tanja. Ja. Wo hast du die versteckt? Hier oben. Ja. Mir hat gerade schon das Magen, mir hat gerade schon der Magen geknurrt. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. So, schneidest du mir vielleicht gerade mal ein paar Thymianzweige ab? Jawohl, also nicht so viel quatschen, sondern arbeiten, sehe ich das richtig? Jawohl. Aber apropos Thymian, das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich war mit meinen Eltern früher auf Wildcamp in Portugal, da durfte man das noch. Ja. Und da hat es auch immer so hervorragend gerochen wie das hier. War das dann Thymian oder war das was anderes? Ja, Tanja, was soll ich dazu sagen? Ich war leider in diesem ominösen Urlaub von dir nicht dabei. Du hast mich nicht eingeladen. Keine Ahnung, was du da gerochen hast. Ja, aber gibt es auch noch irgendwas anderes, was so riecht? Nee, eigentlich nicht. Thymian riecht nach Thymian. Wird optisch oftmals verwechselt, vielleicht mit Oregano oder auch Majoran. Aber an der Blattstruktur erkennt man ihn schon. Spätestens, wenn du ihn mal in die Hand nimmst und reibst ihn etwas, dass der Geschmack, der Geruch richtig intensiv rauskommt. Nimm mal zwischen 2 Hände und reib etwas. Soll ich das jetzt machen? Einfach mal reiben, genau. Und jetzt riech mal dran. Und dann siehst du, dann bekommst du natürlich schon diesen einzigartigen Thymian-Geschmack rein. Der gehört für mich heute auch in den klassischen Kräutergarten für jeden Hobbykoch. Also diese ganzen mediterranen Kräuter, Oregano, Majoran, Thymian. Dazu noch ein Basilikum, das sollte alles vorhanden sein. Also selbst anpflanzen, sobald Sie einen Balkon haben oder wenn es auch nur eine Fensterbank ist. Alles immer einfach schön anpflanzen, dann hat man die ganzen Küchenkräuter zusammen. Ist ja in unserer Klimazone überhaupt kein Problem. Was soll ich jetzt machen damit? Den kannst du mir jetzt da reingeben, aber zupf mir bitte die Blätter ab. Und zupf mir die Blätter rein, okay. Ohne den Stiel. Okay, also alles einzeln abzupfen. Ja. Gibt es da einen Trick? Ja, du kannst es einfach abpellen.
Okay, der ist ganz. Du musst jetzt nicht so klein, okay, nicht so kleinlich sein. Da darf ruhig etwas vom Stiel dabei sein. Das ist ein recht junger Thymian. Ja. Da ist der Stiel noch nicht verholzt. Der stört uns jetzt nicht sonderlich da drin. Ich wollte nur ein bisschen Arbeitsaufgabe geben, dass du nicht so gelangweilt, weil du daneben dran stehst. Ja. Ja. Und da verlässt mich schon wieder der Herd, aber ich hab's im Griff. Ja. Und du hast mehr Zeit, um den Thymian reinzugeben. Ich hab da, genau, und dann kann ich auch nicht so viel reden. Aber ich habe doch noch eine Frage. Ja, natürlich. Komm, dann übernehme ich das mal, gib mir mal den restlichen Thymian in die Hand, okay, und dann mache ich jetzt mal die kurze, schnelle Version. Da sieht man mal wieder, ne? Ich habe das echt überhaupt nicht im Griff. Und du darfst mir jetzt währenddessen auch Fragen stellen. Ja, und zwar folgendes. Das ist natürlich etwas, was jetzt wahrscheinlich total banal ist, aber es interessiert mich trotzdem. Diese Kochjacke, ich habe noch nie so eine Kochjacke gesehen. Ja, die habe ich von Engelbert Strauß und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, als ich im Internet gesurft bin. Und wir Köche, wir haben ja schon seit hunderten von Jahren immer diese eine und selbe Kochuniform mit diesen jede Menge Megaknöpfen links und rechts, wo man schon morgens eine Stunde braucht, bis man sich angezogen hat, genau, in der Umkleide. Mini kleine Knöpfe. Ja, und wir Köche gehen ja auch mit der Zeit und wollen ja auch etwas moderneres Bild darstellen. Und Engelbert Strauß, muss ich sagen, die haben eine ganz innovative sportliche Kochlinie oder beziehungsweise Gastronomielinie jetzt mittlerweile im Sortiment. Und es macht richtig Spaß, da einzukaufen. Und wie findest du es? Ich finde es richtig schön, also muss ich wirklich sagen. Total modern, aber das Lustigste sind eigentlich so diese ganzen Luftschlitze da überall. Ja klar, in der Küche wird es warm, ich merke das jetzt auch gerade. Ja, aber ich muss sagen, also im Fernsehstudio mit den vielen Kameras ist es nicht viel kühler als in der Küche. Also ja, eigentlich sollten auch die Moderatoren so Kochjacken tragen. Also das nächste Mal ich vielleicht auch in einer Kochjacke, ja, wenn ich mich so langsam als Assistenzköchin bezeichnen darf. Ja, so und jetzt geben wir die Orangen rein. Man sieht also, man hat schon so den ersten Bräunungseffekt an den Spargeln. Mhm. Wie gesagt, wir können es auch noch etwas drauf lassen, dass es noch brauner wird. Ich traue nur dem Herd nicht so richtig über die Füße. Ja, wir müssen das noch ausprobieren. Wie gesagt, ganz, ganz tricky, denn es ist alles etwas neu. So, aber wir geben noch eine Minute, dann haben wir etwas mehr Farbe. Okay. Das und dann kommen die Orangen dazu. Das kannst du bitte in den Müll, in die Mülltonne tun. Und jetzt gibst du mir vielleicht noch 2, 3 Thymianzweige dazu. Jawohl. Das ist mir noch nicht genügend. Ja. Ich frisiere den Thymian, ist wie Haare schneiden. Okay, so und dann reiben. Wunderbar, ja? Perfekt. Oh, ich kann das noch nicht so. Okay. Du musst es ja selbst essen nachher. Ja. Das eine ist jetzt ein bisschen, da ist ein ganz. Überhaupt kein Problem, das werden wir verkraften. Gut. Vielleicht geben wir das dem Kamerateam. Die Kollegen da hinten dran, die zwinkern schon wieder hier. Das riecht aber wirklich super. Noch etwas Salz. Und sieht auch total frisch aus. Und dieses Goldgelbe, das kommt jetzt von der Butter und dem Rapsöl, ne? Genau, richtig. Ja. So, und jetzt geben wir auch noch die Spitzen dazu, die wir nachher für die Dekoration benötigen. Mhm. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt, was es dann jetzt gleich. Siehst du, und jetzt, wunderbar. Hier sehen wir es jetzt. Haben wir die richtige Farbe, die wir möchten. Wunderbar. Sieht gut aus. Ich halte es gleich noch mal in die Kamera, dass man es besser sehen kann. Ja. Wenn der Herd wieder geht. Das ist das Problem. Immer wenn die Pfanne zu weit zurückkommt, geht nämlich der Herd aus. Das ist wahrscheinlich eine Schutzfunktion, aber ist ja auch gut so. Ja, ich habe ja noch auf dem Gasherd kochen gelernt. Und als ich in meinem privaten Haushalt meinen ersten Induktionsherd hatte, habe ich eine Woche lang alles verbrannt. Weil die ja so viel Power haben. Das stimmt. Und da ist mir fast Wasser angebrannt, so extrem schnell war dieser Herd gewesen. So, da ich mich ja nicht blamieren möchte, heute in der allerersten Sendung mit dem verbrannten Gericht, bin ich natürlich etwas vorsichtig. So, das schaut gut aus. Jawohl. Und jetzt kommen die Orangen da rein. Das sieht echt so toll aus. Grün, weiß, orange. Richtig, richtig frühlingshaft. Jetzt kannst du schon mal dran riechen, dann kannst du ungefähr erahnen, wie das Ganze später mal schmecken wird. Das ist wirklich toll. Ja. So, oh, das sieht echt schon toll aus. Probieren. Super. Das ist eigentlich genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Und jetzt geben wir noch den Orangensaft dazu. Ach, jetzt blubbert es nochmal auf. Und kochen das alles noch einmal auf. Es gibt jetzt eine schöne Emulsion, auch mit der Butter zusammen. Und der das Brataroma, das Mussaroma von der Butter und gerade vom grünen Spargel. Und es gibt so eine wunderschöne sämige Soße. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, mir knurrt der Magen. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. So, ich halte es jetzt mal in die Kamera. Ich hoffe, dass man es sehen kann. So schaut das Ganze jetzt momentan aus. Also man sieht den gebratenen Spargel und die Orangenfilets. Das Ganze lassen wir jetzt noch 2 bis 3 Minuten auf dem Herd.
dann schmelzen diese Orangenfilets weg, man sieht die fast nicht mehr. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann wird's schon angerichtet, ne? Genau. Ja. Ja, liebe Zuschauer, da habe ich noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie natürlich dieses Rezept nachkochen möchten, dann finden Sie das Rezept auf unserer Homepage unter www.anixahd.tv/kochshow. Da werden dann diese ganzen Rezepte immer zu sehen sein, ebenfalls die Einkaufslisten oder bei Facebook. Also Anixe hat eine eigene Facebook-Seite, dort werden wir das auch immer hochposten. Und wir freuen uns auch über Kommentare oder zum Beispiel Anregungen für irgendwelche Gerichte, die Sie mal gekocht haben möchten. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt noch einen Moment brutzeln. Ja, brauchen wir eine Minute und dann können wir schon nachher zum Anrichten übergehen. Ne? Dann schauen wir uns einfach an, wie es gleich aussieht. Es ist angerichtet, ein lauwarmer Spargelsalat an weißen und grünen Spargeln mit Orangenfilets und Thymian. Wow! Ja, liebe Tanja, ich hoffe, ich habe dir und den Zuschauern nicht zu viel versprochen. Sie haben es ja schon gesehen, ich denke, es sieht sehr appetitlich aus. Wir beide dürfen es auch gleich probieren. Sie sollten es zu Hause nachkochen. Und ja, dann lass uns mal loslegen, oder? Ich würde sagen, aber wir trinken erst noch einen Schluck dazu. Stimmt, der Wein. Wir haben ja noch den Wein. Darf ich einschenken? Ja, gerne. Jawohl. Ja, ich erzähle schon mal was dazu. Das ist also ein Cuvée von Chardonnay und Weißburgunder vom Weingut Georg Moosbacher in Forst. Mhm. Klassischerweise nimmt man ja immer Sauvignon Blanc oder auch einen Riesling zu Spargelgerichten. Da kann man natürlich nichts falsch machen, aber das war also aus vielen Weinen, die ich probiert habe, eigentlich der ideale Begleiter dafür. Gerade mit den vielen Röstaromen, den intensiven Kräuteraromen von dem Thymian, muss ich sagen, ist das die Nummer 1 für dieses Gericht. Und übrigens wird das Weingut Moosbacher dieses Jahr 100 Jahre, da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen oder wenigstens auf der Homepage nachgucken, die haben bestimmt immer was zu bieten. Ja, unbedingt machen, das lohnt sich wirklich, www.georg-moosbacher.de. So, aber jetzt stoßen wir an. Ja. Vielen Dank, liebe Tanja. Danke auch. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Wirklich lecker. Und jetzt dürfen wir probieren. Du zuerst? Ich zuerst. Ich will jetzt mal den grünen da probieren. Hervorragend. Damit Sie das auch probieren können, müssen Sie das unbedingt nachkochen. Und wir freuen uns riesig, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bei Kochen mit Anixe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.